Hallo Leute, willkommen zurück bei The Witcher 1. Ich habe irgendeine Scheiße gebaut. Ich habe die Steuerung geändert. Das ist nicht gut. Wie habe ich denn das gemacht jetzt? Ich war nur ganz kurz aus dem Spiel raus in Steuerung. Einstellung zurückgesetzt. Super, jetzt haben wir eine hässliche Steuerung. Gut, spielen wir. Reden wir mal dem. Fertig, Geralt? Super, nach der Folge gucke ich, wie das behebe. Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Geralt, ich warte. Geht voran. Komme ich wieder zur richtigen Steuerung? Spielen wir jetzt halt so. Passiert. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Wer ist Leo? Ich kenne Leo nicht. Glaube ich. Doppelklick im isometrischen Kammermodus auf den Boden, um Feinde auszuweichen. Diese Männer sind Selbstmörder! Das ist ziemlich kacke, die Steuerung. Wobei, so muss ich die Tastatur nicht benutzen, das hat auch seine Vorteile. Ich weiß ja nicht. Wie wechsle ich zu dem anderen Kameramodus, den ich eigentlich will, ist die Frage eher. Also wir müssen irgendwo hier hinten hin. Der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner. Wechsel in diesen Stil durch Linksklick auf das Greifensymbol. Okay, Linksklick auf das Greifensymbol. Das ist ein Greif. Mache ich tatsächlich allen Schaden. Ihr könnt einen Hexer nicht besiegen. Du bist kein Hexer. Ich bin Hexer. Leo ist ein bisschen eingebildet. Das ist... Ich muss ja sagen, so Oberansichten in Spielen bin ich eigentlich kein Fan von. Deswegen mag ich Doom oder wie das heißt auch nicht. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Hexerlabor. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savola keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr berüchtigter Zeit. Mörder? Ich beherrsche die Macht des Kreises. So sehe ich mich nicht. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Mal sehen, ob die das werden. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Perfekt. Ich wüsste zu gern, wie ich die Kamera wieder umstelle.
Ich würde zugeben, wie ich es geschafft habe, sie überhaupt wegzustellen. Hier. Okay. Da ist der Elemente. In da. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Art hinzugefügt. Super. Da lang. Gott, ich hasse solche Steuerungen wirklich. Könntest du... Hier lang. Ja. Wie wirklich? Ah, da ist es. Art. Ins drücken. Rechtsklick, okay. Okay. Art ist gewirkt. Gott, bin ich schlecht. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Trish, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Super! Gut, wir haben einen Fehler gemacht, aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich mach alles. Kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Boah, ich habe hier in der letzten Mal habe ich den Furchtbringer gemacht. Diesmal gehen wir mit Triss. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Ja, habt ihr gesehen, was gerade mit Triss Möpsen abging? Die haben wir ganz komisch bewegt. Hier müssen wir jetzt doch erst den machen. Ich kann mich dann das letzte Mal gegen ihn gekämpft habe. Verteidigt das Labor. Okay, doch zum Labor. Gut, weil ich konnte mich erinnern, dass ich gegen den schon mal gekämpft habe bei meinem Test. Vor Ewigkeiten. Okay, morgen. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Gehen. Na gut, dann nehmen wir den Kampf mal. Wo ist... Da, Waldkauz. Runter damit. Rein hier. Schwert, es geht zum Kampf. Oder auch nicht. Ich dachte... War scheinbar Zwischenfrequenz, Kampf, was passiert? Kampf, nee, Zwischenfrequenz. Einen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Ihr unterschätzt euren Gegner. Jetzt sterben. Digga, bringt die gerade um? Oh ne, wir müssen sie umbringen, damit er besiegt werden kann. Und den. Niemand legt sich mit der Salamandra an. Niemand!
Ja, doch, ich. Ich mache ihn fertig. Na, wo bist du? Ja, so sind Kämpfe halt relativ langweilig, aber ich glaube, die sind in dem Spiel eh nicht sehr spannend. Wo ist er? Ups, ich habe ein Zeichen gewirkt, das wollte ich nicht. Aber wie viel hält der aus? Ich schlag weiter drauf. Hör nicht auf. Da ist er. Hab ihn sogar umgeworfen. Da ist aber schnell wieder aufgestanden, so eine Scheiße. Ich dachte, ich könnte damit vielleicht seinen Teleport verhindern. Wie viel der aushält, ey. Kann ich nicht angreifen. Und deswegen mal wieder. Oh, ich habe auch immer noch, machen wir ein paar harte Schläge. Anstatt nur die sanften Gruppendinger. Ich habe gesehen, so, das hier war ja der für Gruppenkämpfe gegen viele schwache Gegner. Macht natürlich Sinn, wenn ich auch harte Angriffe mache. Macht natürlich mehr Schaden. Viel mehr. Das Fünffache. Ich glaube, vorher waren so 6 Schaden, jetzt mache ich so 30 pro Treffer. Oh, ich glaube, der ist K.O. Ja, der ist tot. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Ein bisschen. Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Okay, Triss ist hier lang. Ich konnte mir immer noch keinen geilen Loot holen. Ich meine, toter Magier. Magier sind reich und cool, als ob der keine magischen Artefakte bei sich hat oder Gold. Eine goldene Kette. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung. Super. Ein da... Und der nächste Ladescreen. Super. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Nö, das ist blöd. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Bin gespannt, wie er sich kümmert. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Eigentlich ja. Aber nicht in der Regel. Leo, stopp! Ah, es ist also nur ein Märchen. Und ja, in der letzten Sekunde wegteleportiert, natürlich. War ja klar. Logisch. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier.
Ich kann es nicht finden. Vesemir, Leo ist tot. Ist blöd. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld. Ich war die ganze Zeit da. Wir sind also, ich kam zu spät. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Okay, meditieren. Ja, super. Wir können mit betreten Halle. Wie lange soll ich meditieren? Wird schon gern tags, dann sagen wir bis da. Warte, Dämmerung, Mitternacht. Ja, bis Morgengrauen. Wie starte ich das jetzt? So, okay. Okay. Oh, guten Morgen. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Aber ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie brauche ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Super. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Gut, wofür die Quest mich hin? Links klicke ich auf das Rollensymbol oder drück J, um Tagebuch zu öffnen. Jetzt klick da, Tagebuch. Aktive Pause, Angreif, achso, das Tutorial. Quests. Rang für Triss, Verteidiger Kim. Wie aktiviere ich den? Verfolgte Quest. Ich würde gerne den aktivieren. Logak, Kapitel anzeigen. Nur Primärquest anzeigen, nur Sekundärquest anzeigen. Alle Questarten anzeigen. Ah, da. Nee. Stopp, mach den Punkt weg. Ich will keine Benutzermarkierung. Okay. Eigenschaften schön und gut. Diese Status aktiv, ja. Also natürlich die aktiv schalte. Okay, das ist die aktive. Wie mache ich, dass die aktiv ist, wenn ich es wollen würde? Egal. Das ist die aktive und das passt mir auch. Er zeigt mir aber keinen Marker an. Ich gehe einfach erstmal raus. Und dann gucken wir mal. Geh mal hier oben hin. Geh dann nur Questlog. Diese Hauptsache von Kamoran mit Lambert reden und herausfinden, wie man Trank, wie man den Trank baut. Da. Warum wird mir das nicht auf der Map Minimap angezeigt? Das ist theoretisch. Wir müssen jetzt den Hauptsaal suchen. Ich wollte hier irgendwo sein. Könntest du.
Rechts, ne? Oh, Zwischenfrequenz. Die machen wir noch und dann Aufnahmeschluss. Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium-Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Okay. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo, die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Rache, okay. Dann. Wir sehen uns später. So, Tränkebraun. Ja, Leute, das war ziemlich passend. Wir sehen uns später.